Hallo, liebe Panzerfreunde, ich begrüße euch bei der neuen Episode von War Thunder Ground Forces. Ich möchte euch ein kleines Replay zeigen, denn ich hatte gestern mein erstes Gefecht mit dem Panzer 4 Ausführung F2. Denn wir gucken mal ganz kurz in die Forschung rein. Ich habe jetzt mal wieder angefangen, so ein bisschen War Thunder zu spielen, denn mittlerweile gibt es auch den Leopard 1 und den möchte ich irgendwann haben. Aber ich möchte auch unbedingt endlich mal den Tiger 1 haben. Hier gibt es als erstes Tiger 1 Ausführung H1. Und da muss ich noch einiges leider freispielen. Das ist hier alles ein bisschen komisch, finde ich. Aber jetzt habe ich schon mal den Panzer 4 mit der besseren Wumme drauf. Was haben wir denn da eigentlich für eine? Steht das hier? Ich guck mal ganz kurz. Modifikation. Was haben wir hier für eine Kanone? 7,5 cm KWK 40 L43 Geschütz. So, das habe ich gemerkt. Das Ding haut schon ein bisschen besser rein. So, aber ich möchte nicht lang drum herumreden. Ich möchte euch das Replay zeigen, denn es war meine erste Runde und ich fand sie auch gar nicht so schlecht. So, und für Replays müssen wir ganz einfach auf Wiederholung gehen. Dann habe ich das hier auch umbenannt. Panzer 4 001. Und dann schauen wir uns das mal an. So. Da sind wir. Ober Tesla 3D. Die Karte, wie hieß die denn nochmal? Oh, da muss ich nochmal nachgucken. Ich dachte jetzt, die erste Runde war auf Osteuropa. Da hatte ich nämlich auch eine nette Runde. Die haben wir dann auch gewonnen. Aber wir gucken uns hier nochmal das schöne Gerät an. So, wir müssen 3 Punkte einnehmen und der Gegner auch. Da wird erstmal ein bisschen geguckt. Die Position ist eigentlich nicht so gut. Da habe ich auch nichts getroffen. So, aber ich habe mir auch überlegt, weil ich oft irgendwie komisch spiele, dass ich mich wirklich darauf konzentriere, auf die Punkte, die wir einnehmen müssen oder verteidigen müssen oder was auch immer. Aber wo habe ich denn jetzt? Ich bin gerade ein bisschen, das ist glaube ich der 50, das hat sich ein bisschen geändert seit der letzten. Ah! Jetzt bin ich wenigstens bei der Visieransicht. So, das haben wir schon mal. Das ist jetzt Arcade. Ich will aber demnächst auch mal realistisch spielen oder Simulator. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss nochmal genau gucken, welches von da der Unterschied ist. Jedenfalls, ich habe ja damals sehr viel Red Orchestra gespielt, auch mit Panzer vor allem. Und da wurde ja nicht gesagt, wie weit ich schießen muss oder wann ich einen Durchschlag habe. Das musste ich alles selbst herausfinden und abschätzen. Und da will ich mich hier auch noch reinfuchsen. Go!
So, der steht dahinter, da kommen wir nicht ran. Also noch ein bisschen zaghaft war ich hier, noch ein bisschen so, mal gucken, wie weit kann ich gehen. Aber da werden überall Gegner angezeigt. Und jetzt stehe ich eigentlich richtig scheiße. So, da vorne ist der Punkt, aber wir haben den ja, aber ein bisschen Unterstützung kann nicht schaden. Also 3 Kills oder 4 hatte ich hier, glaube ich. Weiß ich nicht. So, und hier war es ganz komisch. Da wurde mir jetzt irgendwann angezeigt ein Wartung und dann habe ich darauf gedrückt. Und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen, bis ich gemerkt habe, ich kann die Wartung abbrechen. Da war ich ein bisschen verwirrt. Ich dachte auf einmal, ich bin angeschossen worden. Zurzeit sieht es gar nicht gut aus für uns. Was haben wir hier? Statistik? Aha. Na, einen haben wir schon zerstört, steht hier. Das wird hier gar nicht so gut angezeigt jetzt. Oh, jetzt fliegt ja die Artillerie. Standardansicht F5. So, also ich habe hier keinen auf Panik gemacht. Ich wollte das hier alles ganz sachlich oder durchdacht irgendwie angehen. Obwohl es für uns scheiße aussieht. Aber ich fand, wenn ich jetzt bei Position B bin, wollte ich auch nicht rüberbrettern nach C. Einfach mal versucht, das Flugzeug zu treffen. Ja, klappen können. Ich glaube, ich habe den auch einmal getroffen. Zufällige Kameraposition, nee, das ist kacke. Wir machen mal wieder das. Schwebekamera. Ich bin gerade ein bisschen im Entdeckermodus. Denn ich finde, das letzte Mal war das noch ein bisschen anders. Aber wir bleiben mal hier. So. So, und jetzt fand ich, die Idee war nicht so schlecht, dass ich jetzt hier auf diese Position gefahren bin. Denn ich habe einfach mal versucht, gut, jetzt rücke ich mal noch ein bisschen weiter vor. Ja, da komme ich gar nicht hin, so. Ich rücke noch ein bisschen weiter vor und versuche allgemein, den Gegner am Vorstoß zu hindern. Also ich versuche, ihn gar nicht so nah rankommen zu lassen.
Und das war eigentlich nicht schlecht. Finde ich. Und da habe ich Glück gehabt, dass der nämlich jetzt einen Schaden hat. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Und das Gute ist, der Neigungswinkel ist auch für den Arsch. Das heißt, ich war jetzt im Vorteil. Jetzt ist er auch hin. Aber da hatte ich, glaube ich, nur Abschusshilfe, weil noch ein anderer den getroffen hatte. Also diese Position, das war ganz cool. Da konnte ich endlich mal ein paar Schüsse austeilen. Da kommt noch einer. Ja, ich muss noch ein bisschen daran arbeiten, weil ich ja auch nicht so oft spiele, wo die besten Trefferpunkte sind. Dass ich am besten gleich so viel wie möglich an Crew ausschalte oder den Panzer in die Luft jage. Jetzt ist er hin. Ich find's nett. Warum ich auch mal auf realistisch oder so ausprobieren möchte, ist, weil hier ist das, glaube ich, ganz komisch mit dem Tarnwert, oder gibt es das überhaupt? Also man wird ja eigentlich immer gesehen, wenn man nicht irgendwo hintersteht oder so, glaube ich. Also es gibt hier, glaube ich, keine Sichtweite, oder bin ich mir nicht sicher. Kann mich ja mal jemand aufklären, wie das ist. Jedenfalls ist es hier gar nicht so einfach, sich zu verstecken, oder hinter Büsche stehen kann man hier eigentlich auch vergessen. Deswegen muss man das wohl lieber dann auch machen, oder bringt es was, wenn man auch realistisch spielt oder so. So, da guckt auch noch mal einmal der Turm ein bisschen raus. So, was sagt denn jetzt unsere Statistik? Wir haben jetzt 4 Feindpanzer zerstört. Das passiert mir hier sehr selten. Also ohne abgeschossen zu werden. Ach, da unten steht's ja auch. Ha. Idiot. 1261 Erfahrung. 4 Bodeneinheiten zerstört. Einmal Abschusshilfe. Und kann ich dir noch einen mitgeben? Ah, ich glaube, da habe ich die Kette getroffen oder so. Jetzt dreht er, ist er nämlich so komisch gedreht. Und er ist hin. Also, und ich finde die Fahrphysik hier auch sehr interessant. Also, ich habe hier das wirklich das Gefühl, ich sitze in, oder ich bewege einen Panzer und kein Auto. Und das Gefecht ist zu Ende. Wir haben gewonnen. Wenn jemand Bock hat, ich würde auch gern mal zusammenspielen, denn Teamplay ist immer ganz geil. Ich hatte gestern noch ein Gefecht, da bin ich einfach mal mit einem Stuck, war ich da, da war mein Panzer 4 schon kaputt. Und dann bin ich mit einem Stuck 3 gefahren, und dann ist mir ein Panzer 4 von meinen Kollegen entgegengekommen und habe ich einfach mal ein bisschen gedreht und bin hinterher gefahren, und dann haben wir die ganze linke Seite sozusagen uns vorgestoßen. Weil wir halt zusammen so gespielt haben, weil ein Panzer ist manchmal besser als 2, und das war ganz geil. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich gerne mal anschreiben. Ich würde mich freuen, mal ein wenig cooles Teamplay zu zeigen. Dann sehen wir uns vielleicht auf dem Schlachtfeld. Bis dann. Ciao. Nee, wir kollidieren nicht. Mensch, ihr seid da alle zu dritt auf einen Haufen, ihr Idioten, ey. Oh Gott, ja, damit der Gegner auch irgendwas trifft. Ey, meine Fresse, warum verpisst der sich nicht, ey? Das ist nicht witzig, Alter. Weil der langsam ist. Ey, meine Fresse. Was ist das für ein Dreck, Alter?
Oh Gott, ey, was ist das, du scheiß Alter. Ich hab einen zerstört.